Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Dwighty Boy, der gute Dweird. Wir haben folgendes Setup dabei: Balanced Landing verzerren, beweise dich und kling. Gute alte. Aha. Gute alte Niederwild, womit wir ein paar Totems hoffentlich aufspüren können und Nöd verhindern. Der Killer ist so ein richtiger Noob, Leute. Das ist einer von diesen Killern, ja, der anderen Leuten das Event kaputt machen will, indem er tatsächlich es wagt, ein Memento Mori mitzunehmen. Am doppelten Blutpunktewochenende. Also, ah, der hat KO dabei, es ist ein Bubba. Solche Leute sollten direkt gebannt werden in DBD. Meine Meinung, Leute, ja. Ist meine Meinung, so. Natürlich nicht, ich sag's nur gerade so explizit. Weil eben wir ja heute auch den Mori-Montag feiern, zelebrieren und wir natürlich auch deswegen heute mit Mori gespielt haben. Wir haben den campenden Bubba wieder. Okay, Leute, nicht. Jetzt rennen alle hin. Genau. Der Killer campt. Lass alle hinrennen. Nein, mach Jens. Mach doch einfach Jens. Versuch wenigstens. Ich würde natürlich gerne rübergehen, um mit Beweise dich dann dort gemeinsam zu arbeiten. Jetzt wurde gerettet und der Killer geht nicht direkt zurück. Okay, dann hat er nicht gecampt, sondern einfach nur gewartet, bis der eine Typ da weggeht. Was dann ja, finde ich, ja, ist. Was heißt okay, aber ist normal. Warum sollte man auch weggehen, wenn man sieht, dass da irgendjemand am Rumwuseln ist? Nun denn, Leute. Aber trotzdem, er hat einen Mori mit dabei. Also, ich finde, der sollte gebannt werden. Ist so. Ist so. Hey, Feng, komm ran jetzt hier. Lass uns mal ein paar Blutpunkte geiern. Feng? Ah, die Feng hat ein bisschen Angst. Er geht zurück. Baguette wurde übrigens noch nicht. Okay, hab nichts gesagt. Ich hab's gejinxt quasi. Im positiven Sinne. Oh, ich sollte meine Kraft zu jinxen jetzt einfach für das Gute einsetzen, Leute. Das ist der beste Plan, den ich jemals hatte. So, da hinten rennt der Bubba. Der Bubale. Findet scheinbar niemanden mehr. So, wenn du mitkommen magst, Feng, dann würde ich sagen. Ah, hier sind sogar schon Leute. Ja, geil. Beweise dich. Erstmal schön Blutpunkte geiern. Ich bin Dwight, richtig. Und ich habe Beweise dich dabei für euch alle. Wenn wir den Generator hier fertig gemacht haben. Hab sie nicht gesandbagged. Das möchte ich mal bitte fürs Protokoll festhalten. Ich hau ab, Leute. Ich hätte mir natürlich das Memento Mori jetzt schon mal anschauen können. Ich habe mal drauf verzichtet. Denn wenn ich da jetzt so rumwusel und er hat mich ja vorher deutlich gesehen, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass es mich als Nächsten erwischt. Sag bloß, du hast ein Tuch der Trennung dabei. Jetzt bin ich hier am Arsch der Welt. Naja, wir können ja sehen. Oh, Vorsicht, Feng. Kommt so ein kleines Schweinchen in deine Richtung. Ah, ich würde auch gerne Leute abhängen. Das gibt Blutpunkte. Und jetzt beim Event gibt das doppelte Blutpunkte. Naja, okay. Wir versuchen hier einfach mal die Runde vernünftig runterzuspielen. Genug Blutpunkte werden wir wahrscheinlich sowieso noch holen. Zum Beispiel heute Abend im Stream, 18 Uhr auf Twitch. Wie immer, in der Videobeschreibung gibt es den Link. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hashtag Werbung. Jetzt habe ich es endlich mal am Anfang des Videos gesagt, wo vielleicht noch ein paar Leute zuschauen und nicht am Ende, wo sowieso schon jeder abgeschaltet hat. Ne, im Ernst. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir geiern heute noch mal ein paar Blutpunkte. Und jetzt ist das Baguette aber down. Man sieht es ja nie durch Dingens, stimmt. Mein letzter Stack von Verzerren geht dann auch drauf. Ist natürlich auch schwierig gegen anzuspielen jetzt. Dadurch, dass der Boba KO dabei hat. Also nach dem Generator habe ich in der Zielkategorie wirklich sehr viele Punkte gesammelt. Dann sollte ich vielleicht U1. Wieso ist der hierher gekommen? Barbecue hat doch gar nicht getriggert. Ah, der hat Franklins dabei.
Und er hat uns da tatsächlich gesehen. Ist hier irgendwo... Nee. Shit, ich bin down, oder? Oh, er zieht die. What the fuck? Okay, wir haben Balanced Landing, Leute. Wo renne ich damit bloß hin? Wuhu! Da vorne, wo wir noch eine Palette haben. M1, ja, bling! Hat aber nicht geklappt, mein Freund. Da hat mir übrigens mein schönes Medikit aus der Flosse geschlagen. Das hätte ich gerne zurück. Da kann ich mich nämlich dreimal mit hochheilen. Kann er sich das denken? Ja, kann er. Francy Boy, du bist einfach zu gierig gewesen. Okay, wenn du mich wegsägen willst, wäre mir das sogar lieber, als wenn du mich nochmal schlägst. Ja, der ist noch einigermaßen weit weg. Das heißt, ich komme hier nochmal durch. Ja. Bling! Er macht's kaputt. Okay. Wir sind nochmal entkommen. Ist nur noch ein Generator zu machen, Leute. Er geht da durch. Es ist nur noch ein Generator zu machen. Das ging ja echt zügig. Aber er hat kein Memento Mori dabei. Oder ein gelbes. Das kann natürlich auch sein, dass er ein gelbes Memento Mori dabei hat. Und ich habe, aber ich habe noch nichts gemacht, Leute. Ich muss... Shit. Ich muss doch noch die Totems suchen. Okay, meine Teammates sind jetzt hoffentlich fleißig, was das Dingens angeht. Wie viele waren jetzt weg? 2? Oder 3 Totems? Also meine Mates machen fleißig den Gen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich lass mein Totemradar hier so ein bisschen klingen, hat's gesagt? Okay. Ich lass mein Totemradar hier so ein bisschen übers Feld schlendern und gucke, ob ich Nöd aus dem Spiel nehmen kann. Falls er es denn nötig hat. Er hat auf jeden Fall ja schon mal KO dabei, er hat Barbecue dabei. Vielleicht versucht er den Bubba ja... Vielleicht hat er wirklich ein gelbes dabei und versucht Bubba, wie heißen denn dieses nochmal, wo du mit den 3 leerbaren Perks nur spielst? Vielleicht versucht er das ja zu machen. Na gut. Na komm. Ja, er kommt hinter mir hinterher. Juhu. Dann muss ich hier mal eben weg, Bubba. Lässt sich nicht wegbaiten. Ah, ist auch besser für ihn, definitiv, weil hier hinten sind ja keine Generatoren oder so. Hat's nochmal Pling gesagt eben? Als ich hier weg bin, nö, ne? Der eine Generator ist da ganz hinten. Ich würde nochmal hier in der Mitte nochmal gucken. Jen ist fertig. Ich renne mal da drüben hin. Ich habe ein bisschen Sorge. Bleibt natürlich jetzt. Hier ist auch nichts, wenn der Bubba kommt. Okay. Wir öffnen. Oder wir öffnen auch nicht. Lag. Oh mein Gott, come on. Oh nee. Oh nö, disconnected. Ja. Rage Quit. Ah, alles klar. Da gönnt er uns die 5000 Bonus-Blutpunkte dann scheinbar nicht mehr. Ja, wir haben ein bisschen was natürlich trotzdem bekommen. 14.500 aus der normalen Runde. Das ist in Ordnung. Dafür, dass wir auch nicht geholfen haben. Wir haben nicht einmal jemanden vom Haken geholt. Nicht, dass wir nicht gewollt hätten. Aber die anderen waren immer schneller. Er hier hat wahrscheinlich 2-mal die andere Person vom Haken geholt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und die betrunkene Banane hat dann am Ende leider Panik gehabt. Ach ja, Franklins wussten wir doch auch.
Ach nee, habe ich das nicht gesagt? Deswegen dachte ich ja, hier, genau. Deswegen dachte ich ja, dass er mit seinen drei lehrbaren Perks spielt. Aber nein, er hatte noch Pirscher dabei. Also er wollte nicht aufs Achievement gehen. Und es war ein Tuch der Trennung. Haha, du kleiner Sausack. Dann nehme ich alles zurück, ja. Die betrunkene Banane sollte natürlich nicht gebannt werden. Nur ich sollte gebannt werden, denn ich bin ein A. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Warte, wie viele Sternchen waren das? Ich glaube, noch ein Sternchen Loch. Und habe einfach an dem Blutpunkte-Wochenende ein Memento Mori mitgenommen. Und das ist pfui. So, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und dann vielleicht ohne Rage Quit. Wer weiß. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.